guten Tag zusammen. Herzlich willkommen hier bei Verspielt Game mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Nio. Hallo, guten Tag. Und liebe Freunde, wie sagte ein altes japanisches Sprichwort, Training macht den Meister. Oder so ähnlich. You are technically correct. The best kind of correct. Und genau das werden wir jetzt tun, liebe Freunde. Denn nachdem wir beim letzten Mal hier diese sehr schwierige Nebenmission abgeschlossen haben, zumindest vom Boss her schwierig, werde ich jetzt mal ins Dojo gehen, um meine Fähigkeiten wieder mal ein bisschen auf die Probe zu stellen. Und zwar bei diesen Trainingsmissionen Zen und das Schwert sind eins und die grausamen Klingen, wo ich anscheinend, wenn ich richtig informiert bin, neue Fertigkeiten für meine Waffen kriege. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Wir werden es sehen, liebe Freunde. Ich habe nur 3 Elixiere. Das wird wahrscheinlich ein Bosskampf werden. Und der wird mir extrem auf die Fresse hauen. Aber egal, liebe Freunde. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich würde sagen, Zen und das Schwert sind eins. Who the fuck are you? What? Wer bist du denn? Alles klar, er stellt sich zumindest gleich mal vor. Ich bin Yagyu Sekihusai. Sekihusai? 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 My name. Yes, your name. My name is Ovuvuevuevue, and yet when we have Ubemubem or Sas. Pardon? Come again. Ovuvuevuevue, and yet when we have Ubemubem or Sas. Wer weiß, wer weiß. Lass uns keine Worte verschwenden. Gut, alles klar, dann hören wir jetzt auf. Zeig mir alles, was du gelernt hast. Wenn deine Macht selbst mein Schwert überwinden kann, werde ich dir meine geheimen Technik anvertrauen. Wer ist er denn? Und warum hat er sich dafür entschieden, sehr viel Ausschnitt zu zeigen? Look what I have here. Ah, ich meine einen langen weißen Bart. Er sieht ein bisschen aus wie der Typ aus Pai Mai, hieß der, glaube ich. Der Charakter aus Kill Bill, aus den Kill Bill-Filmen. So sieht er so ein bisschen aus. So sehen irgendwie alle alten japanischen Senseis sehen so aus. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oder chinesisch war es ja, glaube ich, im Fall von Kill Bill. Der war ja aus China, der war ja nicht aus Japan. Aber egal. Zurück zu Yagyu Sekihusai. Und der wird uns jetzt auf die Fresse hauen, denke ich mal. Aber so richtig. Aber so richtig wird er uns auf die Fresse hauen. Im Dojo. Aber wenn wir ihn besiegen, kriegen wir seine coolen, kriegen wir seine coolen Fähigkeiten. Was ziemlich gut ist. Aber wir hauen wahrscheinlich ihn, wir stechen ihn wieder mit einem Holzschwert, nehme ich mal an. Nehme ich einfach mal an. Wir stechen ihn wieder mit unserem Holzschwert. Ich denke mal, was anderes haben wir nicht. Jo, wir haben wieder ein Holzschwert. Am Start. Holzschwert am Stissel. Und er steht schon zum Kampf bereit. Okay, cool. Alles klar. Okay, cool. Penner. Okay, er scheint ganz okay zu sein, aber wahrscheinlich hat er mehrere Phasen. Okay. Er ist hart. Ich habe auch keinen Schutzgeist, den ich verwenden kann. Aua. Mach mal wieder. Au. Fuck. Ach, jetzt. Ich brauche nicht den hohen. Genau, ich brauche den da. Kann ich den nicht reparieren, das Ding? Wow, der ist aber wirklich. Er ist, also für so einen alten Mann bist du ganz schön flink. Aua. Für so einen alten Mann ist er ganz schön flink, der Kollege. Okay, also danach macht er noch irgendwelche Sachen. Ja, nochmal hoch. Aua. Aua. Okay, also parieren sollte man definitiv nicht den Kollegen. Okay, ich habe keine Elixiere mehr und er ist beim... Okay, er kann das auch. Das kann er auch. Kann er, machst du danach noch? Ja, danach machst du noch Sachen. Das kann ich auch so treten wie du. Okay, das sind immer die... Das sind spannende Kämpfe, weil ich limitiert bin in meiner Art. Und er ist, auch nicht verkehrt, was seine Ausdauermanagement angeht. Aber wir sind jetzt beide ungefähr gleich. Okay, cool. Cool. Das hat ganz gut geklappt, aber er dreht wahrscheinlich jetzt nochmal auf. Okay, cool. Mach mal den hohen... Ach, ich will den nicht parieren.
Den hohen Stance will ich nicht parieren. Aua! Aua! Okay, wir sind beide am Dodgen und am Zuhauen. Das ist ja, als ob es keinen Morgen gäbe. Aua! Okay, war's das? Nein. Yeah! Geschafft! Cool, das war nicht schlecht. Es war knapp, aber nicht schlecht. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ich hab dich besiegt, alter Mann. Ja, hallo? Kann ich das auch machen? Ich möchte das bitte auch machen. Cool. Alter Mann. Er ist zwar nur doppelt so alt wie ich, aber ich habe ihn besiegt in einem fairen Kampf. Ich hatte Elixiere, er hatte keine. Ich bin der bessere Kämpfer von uns beiden. Eindeutig. Darfst du eigentlich keinem verraten, ne? Ich habe einen alten Mann im Dojo verprügelt mit dem Holzschwert. Das war nicht besonders geil. So, was kriege ich denn jetzt für geheime Techniken? Nach diesem sehr fairen Kampf. Bitte, hallo? Ey, nicht lange Ladezeiten, ich möchte geheime Techniken. Grandios! Der Weg des Schwerts wird perfektioniert, wenn Schwert und Zen eins sind, wenn all die unzähligen Dinge vereint werden. Hiermit gebe ich dir die Geheimtechniken der Shingake-Schule an dich weiter. Ich bete dafür, dass wir bei unserer nächsten Begegnung einfach nur als zwei Schwertkämpfer gegeneinander antreten. Wieso? Was haben wir jetzt gemacht? Waren wir jetzt keine zwei Schwertkämpfer? Waren wir jetzt Schwertstreichler? Was waren wir denn jetzt? Egal. Auf jeden Fall hat er uns ein geiles Schwert gegeben. Neue mystische Kunst freigeschaltet. Katana. Wo ist die? Ist die hier? Achso, jetzt habe ich hier den gelernt, hier den Kollegen. Wow. Er hat ein cooles Schwert. Er ist ein ziemlich gebrechlicher alter Mann. Wo sind jetzt hier die Fähigkeiten? Erlernen? Die sind wahrscheinlich ganz unten. Yeah. Nee, das sind die nicht. Wo sind denn meine mystischen Fähigkeiten? Ich hätte gern mystische Fähigkeiten. Wo kriege ich denn die mystischen Fähigkeiten? Sind die hier? Ist das das? Nee, Schaden von Angriffen mit bloßen Händen. Wo sind meine mystischen Fähigkeiten? Wo ist mein Fischbrötchen? Sind die noch nicht hier? Aha, hier. Die hier sind das. Erhöht den Schaden, wenn ein Gegner von hinten mit einem Schwert angreift. Okay, regelt den Kieferbruch beim Ausweichen, wenn du ein Schwert als Hauptwaffe ausgerüstet hast und erweitert das Zeitfenster für eine erfolgreiche präzise Verteidigung. Sehr geil, also mein Parierfenster wird dadurch erhöht. Okay, die beiden Sachen müssen wir definitiv, Naja gut, das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Also wir müssen jetzt noch ein bisschen ein paar Sachen, lernen. Und das sind die hier, ne? Die lerne ich jetzt gerade hier, die grausamsten Klingen, das mache ich als nächstes. Okay, das sind wirklich gute Sachen. Die ich da lerne. Und ich habe ein Holzschwert gekriegt, ist das irgendwie gut? Das ist nicht mal scheiße. Aber es ist ein Holzschwert. Na gut, das können wir verkaufen. Das brauche ich nicht. Das kann ich mir jetzt schmieden. Sein Schwert hier. Ja, Gyu's Shingake-Stil. Das kann ich mir schmieden und das finde ich bestimmt jetzt auch wieder. Aber so ein Holzschwert? Das ist nicht verkehrt. Wenn ich damit die Yokai vertrimme, doppelt badass. Egal. Und dann habe ich hier noch Sachen, aber das machen wir dann später. Erstmal zurück zum Dojo. Und das andere. Das sind jetzt die Doppel-Uchi-Katanas. Oh, gegen solche Gegner tue ich mir immer ein bisschen schwer. Wer sind Sie denn? Ashikaga Yoshiteru. Ich bin es, den Sie die Bestie mit zwei Schwertern nennen. Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Kann ich auch so einen coolen Namen kriegen wie Bestie mit zwei Schwertern? Egal. Ich hatte mir nie träumen lassen, dass ich einen blauäugigen Samurai begegne. Tja. Ja. Ist das blauäugig im Sinne von unerfahren oder blauäugig im Sinne von meine Augen sind blau? Egal. Mein Name ist Ashikaga Yoshiteru. Gesundheit. Ich habe nun diese Form angenommen, aber im Leben war ich gefürchtet als der Schwertkämpfer Shogun. Der mit dem komischen Hut anscheinend. So hätte man ihn eher nennen sollen. Guckt ihn euch an. Der mit den lila Was ist das? Was soll das sein? Diese komische lila Schnur, die er auf dem Kopf hat. Was soll das sein? Ist das cool? Was soll das sein? Ist das ein Fetisch? Was ist das? Egal. Dein Ruhm reicht sogar bis in die Unterwelt und ich hatte gehofft, dich eines Tages in Aktion zu sehen. Was meinst du? Trittst du in einem Duell gegen mich an? Wenn du gewinnst, lehre ich dich meine Techniken. Ja, ich habe ja anscheinend keine andere Wahl hier. Vor allem gegen die anzutreten, sollte ich da nicht lieber, wäre das nicht geiler, wenn ich dort so fette, hier so lila Waffen kriegen würde? Passt doch auch zu seinen komischen Seilen, die er hat. Habe ich wenigstens meine komplette Ausrüstung oder habe ich wieder nur Holzschwerter? Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet?
Ah, wir sind da, wo wir die komische Spinne bekämpft haben. Und ich habe natürlich nur Holzutschikata an, das ist ja logisch. Zeig mir, was du kannst. Mach ich. Okay, das zieht ihm Ausdauer ab. Das zieht ihm Ausdauer ab. Okay, er kann nix. Oder, also wahrscheinlich dreht er noch richtig auf. Die Bestie mit zwei Schwertern. Aua. Okay, gegen den reichen auch die... Gegen den reichen auch die schweren Angriffe. Okay, alles klar. Wenn du immer reinrennst in meine Angriffe, dann können wir das den ganzen Tag machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, er rennt immer in meine Angriffe rein. Was ein Depp. Okay, alles klar. Die Bestie mit zwei Schwertern ist die dumme Bestie mit zwei Schwertern. Aber so sieht's aus, mein Freund. Okay, jetzt hat er langsam mal kapiert. Blocken wäre mal eine gute Idee. Der Umgang mit dem Schwert ist beeindruckend. Ja, weiß ich. Dein Umgang mit dem Schwert ist nicht so beeindruckend, mein Freund. Weil einfach ohne Deckung auf mich zu rennen ist nicht so schlau. Okay, er ist einfacher. Vor allem, weil ich ihn rausstaggern kann aus den ganzen Sachen. Okay, einfachster Bosskampf aller Zeiten. Wow. Wow, bist du eine Lusche. Wow, bist du eine Lusche. Easy peasy, Japanese. Wow, bist... ihr habt es gerade eben gesehen. Das war einfach nur... Moment. Ich zeig's noch mal. Diesen Knopf habe ich die ganze Zeit gehämmert. Diesen Knopf, mehr habe ich nicht gemacht. Du bist ja ein richtig guter Schwertkämpfer. Ja, deine nicht. Man sollte dich lieber die Lusche mit zwei Schwertern nennen. Aber egal. Wenn du mal ein Meister warst, gerne, okay. Ich glaub's jetzt einfach mal unbesehen, dass du mal ein Meister warst, wenn ich dich mit dem einfachsten Trick der Welt schlagen kann. Aber hey, gut, so soll's sein. Liebe Freunde. Ja, dann können wir uns ja gleich in die nächste Mission dann stürzen. Ich habe gedacht, das dauert länger gegen die zwei. Also, der andere war wesentlich schwerer. Okay, jetzt haben wir fette Ausrüstung gekriegt. Die werde ich jetzt gleich nochmal wegschmeißen. Brauche ich nicht, weil es nicht lila ist. Außer diese eine Rüstung, die er mir gegeben hat. Irgendwie Schwertkämpferrüstung. Die gucken wir uns mal an. Aber ansonsten war das jetzt ja the same procedure as every year. So, die Gerüchte sind also wahr und ich bin besiegt. Du bist wahrhaft würdig, meine Technik zu erlernen. Wenn deine Technik ist, blind auf den Gegner drauf zu rennen, dann will ich die gar nicht lernen, mein Freund. Da die Unterwelt vor Schrecken überquillt, gibt es immer etwas, wogegen ich mein Schwert schwingen kann. Aber es wird ein wenig langweilig. Ein Katana ist für den Kampf zwischen zwei Menschen geschaffen. Bitte komm wieder, wenn du dich erneut mit mir duellieren möchtest. Nee, danke. Bedarf ist gedeckt an einfachen Kämpfen. Wenn ich einfache Kämpfe will, dann... komme ich zu dir, ansonsten gehe ich woanders hin. Aber danke trotzdem. So, wir werden jetzt noch mal ein bisschen hier Hauswirtschaft machen. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, auf zur nächsten Mission. Was anderes bleibt uns jetzt nicht übrig, außer zur nächsten Mission zu gehen. Oder? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann gucken wir uns die mal an. Sekigahara heißt die Mission. Geste ist Feuer. Wir kriegen einen Speer. Wahrscheinlich, weil wir gegen den kämpfen. Gegen den Onisakon. Das wird wahrscheinlich der... Haben wir den nicht eigentlich schon im Charakterverzeichnis? Achso, jetzt habe ich auch den hier. Die Lusche mit zwei Schwertern. Ja, ja. Er lernte die Schwertkunst und die geheime Technik des einzelnen Tachi von Tsukara Bukuden, dem Meister der Shinto-Schule, und wurde als Schwertkämpfer-Shogun bekannt. Und als Luschen-Shogun... Okay, nee, aber wir haben doch... Quatsch, den wollte ich mir noch angucken. Wo ist denn hier der Onisakon? Der, das ist der Name, sagt mir was. Ich habe Shimasakon. Das ist der Kollege hier. Ist der cool? Haben wir gegen den schon gekämpft? Auf jeden Fall ein Speer. Also, ja, könnte er sein. Und der heißt als einziger Sakon. Ja, der ist als einziger... Oh, ich guck mir nochmal die gute Genshio an. Oh, die Süße. So, hatten wir lange nicht gesehen. Ich hoffe, die kommt noch irgendwann mal wieder. Nee, gut, also ich denke mal, der Sakon-Kollege ist es. Gegen den Kämpfer als Boss, nehme ich einfach mal an. Wahrscheinlich Oni-Sakon, wahrscheinlich als aufgepowerter Typ. Keine Ahnung, wahrscheinlich nimmt er irgendwie die Oni-Kristalle und macht dann nam 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 und dann wird er zum Oni-Sakon. Keine Ahnung. Wir werden es sehen, liebe Freunde.
Ich würde sagen, es geht los. Wow, das sieht aber nicht sehr freundlich aus, wo es dahin geht. Hattori Hanzo, wo geht's denn hier hin? Unser nächstes Ziel ist Sekigahara. Hätte ich am Namen der Mission auch erkennen können. Alles klar. Das ist unser Kampf, William, nicht deiner. Ich kann von dir nicht verlangen, dich uns anzuschließen. Ja, aber um jeden sonstigen Scheiß fragt er mich immer. Kannst du die da bekämpfen? Kannst du die da bekämpfen? Kannst du vielleicht die da bekämpfen? Aber wenn es richtig ans Eingemachte geht, dann sagt er, ich weiß nicht, ob ich dich fragen kann, dass du mit uns helfen kannst. Also, bisschen merkwürdig, Hattori Hanzo, entscheid dich mal. Dies ist eine Schlacht, von der ich selbst nicht weiß, ob ich sie überleben kann. Ja, wenn du so eine Lusche bist, wie ich denke, dann ja. Auch Okatsu wollte mitkommen. Zumindest dieses Mal bin ich froh, dass ihre Wunden noch nicht verheilt sind. Ja, ich bin auch froh. Die gute Okatsu, die brauchen wir, um die Welt wieder zu bevölkern. Wenn sie überrannt wird von den Yokai. So, dann würde ich sagen, ab nach Sekigahara. Was auch immer dort passiert, es sieht nicht sehr einladend aus. Nicht sehr freundlich. So viel steht schon mal fest. Ja, also es ist... Aha, die Stadt Sekigahara hatte lange Zeit eine strategisch bedeutende Stellung in der Provinz Mino. Schon im 7. Jahrhundert war sie der Schauplatz einer entscheidenden Schlacht gewesen, die das Land in zwei teilte. Nun hängt dichter Nebel über der Stadt und über mehr als 100.000 Männer haben sich versammelt, um einmal mehr in Sekigahara in den Kampf zu ziehen. Kommt jetzt die Sache mit den... Ich hoffe, jetzt kommt der Einfluss von der Dynasty Warrior-Reihe, dass wir einfach jetzt plötzlich mal ein anderes Gameplay plötzlich kriegen, dass wir uns wie bei den Dynasty Warriors durch Unmengen von Gegnern schnetzeln. Das fände ich so geil, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber mal gucken. Als allererstes Zwischensequenz, nehme ich an. Yep. Ey, ist wirklich eine Schlacht. Oh, ich hoffe. Bitte Dynasty Warrior, zur Abwechslung mal. Yeah, da ist er. Mit seinem Tanuki. Und das sind die What the fuck, was hat denn der für einen Hut? Iomasa hier. Okay, er ist der Bösewicht. Aha. Alles... Wow! What the fuck? Was für ein Hentai-Scheiß? Und was ist er denn? Ist er nicht so ein Böser? Mit seiner komischen Fledermaus? Er ist der Coole? Das ist unser Verbündeter auf jeden Fall. Okay, die sind alle sehr merkwürdig. Okay, alles klar. Jetzt geht hier Shit's going down. Aber der eine hatte einen komischen Hut, der andere hatte einen komischen Schutzgeist. So eine... Was war das? Schmetterlingsfrau? Na egal. Kobayakawa? Wer ist das denn? Who the fuck ist Kobayakawa? Ach, der Typ. Ach, das ist doch so ein Verräter. Was für ein Penner. Alter, was ein Penner. Okay, er wird beschossen. Es geschieht ihm recht. Yeah, er freut sich. Yeah, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Der beste Buddy, den man haben kann. Oh, ich liebe diese Masken. Die sind wirklich cool. Das sieht so bedrohlich aus. Das ist schon cool inszeniert. Wer ist er denn hier? Was machst du? Kämpfst du jetzt unehrenhaft, oder was? Er kämpft unehrenhaft. Was soll man machen? Bin halt ein Badass. Alter, der kämpft wirklich unehrenhaft mit Onis. Und der Kelly. Ich bin so ein Badass, der gute William. Alleine reitet er in den Nebel und stellt sich der Übermacht. Wir werden alle kaputt machen. Alter Falter. Geil. Und mein Schwert ist... Ist da hinten gerade mein... Ah, nee, da hinten wird gekämpft. Geil. Ich dachte, mein Pferd ist gerade weggelaufen da hinten. Das fände ich auch cool. Okay, läuft. Am Start hier, ihr Nasen. So. Wir sind in der nächsten Mission, mitten auf einem Schlachtfeld. Das ist ziemlich geil. Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. Gibt's hier hinten noch irgendwas, was irgendwie wichtig ist? Nein? Okay, alles klar. Können wir hier hinten irgendwas sehen? Da hinten wird wirklich gekämpft, das ist cool. Oh, da sehe ich schon einen Kodama? Oder, nee, ein Item ist das da hinten. Gut, dann gehen wir mal hoch. Mal gucken, wer uns hier sich in den Weg stellt. Alter, das sieht schon cool aus mit dem Nebel. Das ist schon cool. Ja, also der gute... Alter! Okay.
That escalated quickly. Der Typ mit den komischen, der komische mit den Eselsohren, der hat wieder mal alle verraten. Oh, da ist ein Kodama. Hallo Kodama, Freund. Ich komme bald zu dir. Der hat wieder mal alle verraten hier. So, also der hat erst sich für die eine Seite ausgesprochen und dann hat er die andere Seite. Das ist ja krass. Okay, das ist hier so... Alter, die ganzen Toten. Das ist ja wirklich hier Mood Establishing. Wenn ich das mal sagen darf. Geil. Also noch kein Gegner. Oder ist das jetzt einfach nur ein Boss, den wir bekämpfen? Das wäre cool. Ah, ein Gewehr und Luntenschlossmunition. Also hier war so der... haben sie so Lookout gemacht, ne? Okay. Keine Gegner? Ist ja ein bisschen merkwürdig. Okay, da ist ein Tor. Da ist ein Item. Irgendwann müssen doch hier Gegner kommen. Ah, hier komme ich gar nicht hoch. Ich dachte, vielleicht hier komme ich hoch. Nee. Irgendwie ein anderes. Achso, ich nehme mal das Schwert hier. Oh, oh. Wow. Da lebt noch einer. So, mein Freund. Bist du ein Bösewicht? Ich hoffe, du warst ein Bösewicht und nicht ein Freund von mir. Nö, nee, du bist ein Bösewicht. Ansonsten hättest du mich nicht angegriffen. Ansonsten hättest du gesagt, William. William. Kann ich nicht hier runter? Ah, ich kann, ich kam dann, ah, da komme ich dann dahin. Und da dann zum, okay, da, so komme ich dann zum, zum Kodama. Wow. Wow, hier ist wirklich die Kacke am Dampfen. Aber sowas von, liebe Freunde. Wow. Okay, hier hinten gehen wir mal lang. Wow. Hallo, junger Mann. Eigentlich, dass die wirklich schon so ein bisschen farblich gekennzeichnet sind. Das ist ganz gut. Dann kann man euch gut auseinanderhalten, euch Nasen. Oh, ich habe ihm schon wieder den Kopf abgeschlagen. Das tut mir sehr leid. Eigentlich will ich ihn nur so erschlagen. Ah, er hat irgendeinen Hinterhalt wurde gelegt. Das ist ja wieder mal typisch. Oh, jetzt gleich zwei. Gleich zwei Nasen. Ja, komm mal her. Du mit deinem Speer. Vor allem... Stört das nicht, so ein komisches Dings zu haben? So ein komisches, so eine Fahne auf dem Rücken? Stört das nicht beim Kämpfen? Nee, kannst du mal kurz stecken lassen, deine komische Angriff da. Er ist aber groß. Warum sind die Japaner alle so groß? Essen die hier? Oh ja. Okay, und schon fliegt der Kopf ab. Denen sitzt der Kopf wirklich leicht auf dem Hals. I was walking by when I picked up the smell of 11 herbs and spices. Look at that boy, running all around like a chicken with his head cut. Wait a minute. Okay, alles klar. Also dieser komische Kobayakawa, der komische, ja, geht's hier hinten lang? Nee. Was? Okay, das ist schlecht. Ich will da hinten lang zu dem Kodama. Da muss ich irgendwie einen anderen Weg finden. Der komische Eselsmann, der hat hier für die ganze Verwirrung gesorgt. Das ist ja krass. Aber wenigstens hat man mal ein bisschen anders gestaltete Gegner. Das ist ganz nett. Und die können auch plötzlich alle was. Die können alle ihre... Die haben plötzlich alle coole Tricks drauf. Nützt ihnen zwar nichts, aber hey. Ja, komm hier. Ah, fuck. Oh, oh. Das sollte ich nicht normal machen. So. Also zumindest nicht so früh. Oh, kann ich hier hinten lang? Nein, hier brennen nur die Leichen. Alles klar, wer ist denn Hideaki? Wow, bist du ein Buddy? Alter! Okay, wer ist denn der Obermufti hier? Nee, ich gehe hier noch nicht irgendwo hin. Wer sind denn hier die Nasen? Oh, hier ist ja nur Verrat und so. Krasser Scheiß. Hätte ich ja nicht gedacht. Nur Verrat. Überall Verrat. Oh, alles klar. Hier ist die, ist hier ein Kodama. Da hinten ist auf jeden Fall ein Item. Das ist nicht schlecht. Items sind immer gut. Glocke eines berühmten Samurai. Sehr, sehr gut. Wie komme ich denn da hin? Da muss man doch auch noch irgendwie hinkommen. Oh, da geht's runter. Ach, das ist zum Schrein. Die Abkürzung. Genau. Ach, das ist so eine Leiter. Ich wusste doch, dass es da oben irgendwo hingeht. Aber ich will zu dem Kodama. Wie komme ich denn zu dem Kodama? Hier, der da. Zu dem da. Nee. Wo ist der? Da, zu dem will ich. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich irgendwie da hoch. Kann ich da oben irgendwo runterspringen? War das so? Ich gucke nur mal. Bevor wir hier weitergehen.
in irgendeine Richtung? Nö, kann ich nicht. Liebe Freunde, auf jeden Fall habe ich eine Abkürzung freigeschaltet, was schon mal nicht verkehrt ist. Das kann man immer gebrauchen, Abkürzungen sind immer gut. Ah, okay, hier ging es nicht weiter. Ach, vielleicht, vielleicht sollten wir hier hinten lang gehen. Hier waren wir noch nicht. Genau, und da geht's dann zum Kodama. Und dann gehen wir nach vorne, wo die, vor wem die zwei, diese komischen Soldaten, auch immer Angst hatten. Irgendwer muss es ja gewesen sein, vor dem sie Angst hatten. Bart! Ich will dich nicht erschrecken, aber es könnte ein Buhmann oder mehrere Buhmänner hier im Hause sein. Liegt hier alles, Pfeile. Da ist er. Oh, hallo. Na, das ist aber nicht nett. Ich wollte auch hier eigentlich nur meinen kleinen Kodama freuen. Aber du willst unbedingt Stunk machen, mein Freund. So. Kodama geholt, finde ich sehr gut. Freut mich. Gehen wir noch hier lang und gucken wir uns mal an, was uns hier erwartet. Genau, hier, die hatten irgendwie Schiss, die Kollegen hier. Die hier. Genau, hier ist das Dings und irgendeiner war der irgendwie Schiss. Warum hattet ihr denn Schiss? Was ist denn hier drin? Ist hier ein Boss? Jetzt schon? Hast du irgendwas zu sagen dazu? Das sieht aus wie eine... Okay, hier komme ich nicht durch. Alter, das müssten meine Mann sein, nehme ich mal an. Und die haben Angst vor irgendeinem Typen, der hier drin ist. Kann ich den umgehen? Nee, kann ich nicht. Ich muss hier durch. Wer ist denn hier drin? Das ist wirklich mein Okay, das ist schon mein Objective? Ja, liebe Freunde, nee. Beim letzten Mal hatten wir eine etwas kürzere Episode. Dann machen wir jetzt eine etwas längere Episode. Hallo, schönen guten Tag. Alter, gleich ein Boss? Das ist ja krass. Okay. Der Todesengel von Japan. What the actual fuck? Wer bist du denn? Er hat sich mit Yokai-Scheiß aufgepowert. This must be Kelly's work. Tell me where he is. Ja, and you live. Du hast dir das selbst angetan? Was bist du für ein Depp? Alles klar. Er hat zwei große Schwerter. Wow. Er ist ein Badass. Okay, jetzt bin ich dran. Ich habe auch Kombos. Okay, wenn du das nur machst... Aua. Okay, er hat eine Dreier-Kombo. Ja, genau. Dann soll mir das egal sein, wenn du nur so Dreier-Kombos machst. Okay, cool. Okay, das kannst du den ganzen Tag machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das kannst du den ganzen Tag machen, mein Freund. Wie kann ich denn dir auf deine Hörnchen hauen? Au. Au. Okay. Er hat doch was mehr drauf. What the fuck ist jetzt? Okay, er hat sich aufgepowert. Okay, er hat sich aufgepowert und er schießt mit Rapuken. Double Rapuken. Okay, cool. Oh fuck, hätte ich eher machen sollen. Egal. Oh oh. Er ist doch so gut wie tot. Okay, ja, das war's. Der Kollege ist... Okay, nochmal aufgepowert. Ich mach mal... Double Rapuken! Das war's doch schon, mein Freund. Du hast doch gar keine Chance. Okay, das ist eine 5er-Kombo. Wow. Er war einfach. Aber er ist trotzdem heftig. Das war's, mein Freund. Das war's, mein Freund. Alter, das war der Typ. Ja, Rechtschaffende ist geil, aber Gewalt ist scheiße. Okay. Die Logik ergibt gar keinen Sinn. Ja, damit hast du doch alles nichts besser gemacht.
Haha. Haha, alles luschen. Hoho. Er ist schlau und er ist nicht schlau. Ja. Ja, eben. Manchmal ist sich zurückziehen einfach nur eine Gelegenheit, um Anlauf zu nehmen. Merkt euch das? Nein, niemals. Ich werde mich niemals ergeben. Alter, hat der eine breite Schultern? Breites Kreuz, der Kollege hier. Okay, ergibt er sich jetzt? Alles klar. Ich komme vorbei. Okay, cool. Das ist der Typ mit dem riesigen Löwen. Aber ich sag nicht, ich kämpfe jetzt noch gegen den. Das wäre nicht so geil. Habe ich die Mission jetzt geschafft? Nein. Alles klar. Ich habe nur den einen Boss geschafft. Alles klar. Ich wollte schon gerade sagen, das wäre, glaube ich, ein bisschen... wie, was, manchmal, warum? Wo geht's jetzt weiter? Achso, meine Mannen haben wahrscheinlich jetzt die Tore aufgemacht, nachdem ich den Typen erschossen. Genau. Das dachte ich mir. Und dann geht's weiter und gibt's da jetzt irgendwie ein ja, alles klar. Ich habe meine Mannen mit Kriegszorn offenbart. Nee, erfüllt. So ist das Richtige. Und jetzt können wir hier das, genau, das Ding. Und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Jetzt treten wir hier den Dings runter. Okay, der Bosskampf. Ich habe gedacht, okay, der wird ein bisschen schwerer. Und ich habe auch nicht gleich mit einem Bosskampf gerechnet, wenn ich das mal sagen darf. Aber hey, man tut, was man kann, ne? Ja, ja, und jetzt geht's weiter auf dem Schlachtfeld. Also wir müssen uns nach und nach den einzelnen Generälen von diesem Typen nähern. Und dann wird das schon. Okay, liebe Freunde, das machen wir aber beim nächsten Mal. War ein cooler Kampf, wenn ich das mal sagen darf. Der Typ war cool. Und war aber ein bisschen in seiner Logik ein bisschen merkwürdig. So ein bisschen so, ich bin schwach, aber deswegen muss ich eine Welt schaffen, in der Schwache und Starke nebeneinander stehen. Ja, muss man nicht verstehen. Egal, liebe Freunde, irgendein japanisches Ehrengefasel. In dem Sinne bedanke ich mich immer fürs Zusehen. Es geht hier beim nächsten Mal weiter in der Mission Sekigahara. Dann kämpfen wir uns durch wahrscheinlich zum nächsten Fürsten, zum nächsten Feldherren, der wieder auf die Mütze will vom guten William. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß im Internet. Würde mich über Likes, über Kommentare und natürlich auch über ein Abo wie immer sehr freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.